So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2 nach, ja, erster Aufnahme nach der langen Pause. Wie ich auch schon bei Pokémon gesagt habe, die mir leid tut, aber ich habe einfach ein bisschen Zeit gebraucht, jetzt Abschluss und alles mögliche. Und ja, wie gesagt, wir sind letztes Mal mit dem Blick auf dieses Poster hier, sind wir stehen geblieben. Ja, Carl, der Complainer, says, my new bot is a robot, my new boss. Und wollen wir uns nicht gar nicht lange aufhalten, ich will auch eigentlich weiterschauen. Also wir sind stehen geblieben hier, nur zur Erinnerung, sind bei der Pumpe endlich rausgekommen, sind dann hier weiter, haben jetzt das weiße Gel und haben immer noch hier Glados an unserer Waffe. Also geht's weiter. Und Glados hat Angst vor Vögeln. Ach. Ja, Glados hat Angst vor Vögeln, weil sie wurde ja von einem verschleppt und in ihr Nest gebracht, in sein Nest gebracht. Jetzt gucken wir erst, was haben wir hier? Ich glaube, da können wir rübergehen, oder? Ist da Boden, auf dem wir Standbild, Boden, auf dem wir stehen können? Ja, gut. Also, was haben wir denn hier? Ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Waste. Extreme Computation Testing Area, also Extreme Danger. Da geht's aber nicht weiter. Also schon mal weiter hier. Da haben wir was, da oben. Mal gucken, wie wir da hochkommen. Moment. Ich glaube, mit dem Ding können wir hier so springen, aber wir brauchen erstmal was, wo wir fallen können. Moment. Da schauen wir mal. Was gibt's hier alles? Also, wir müssen wahrscheinlich da hoch, um da wieder in den Raum zu kommen, der dann in den nächsten Testraum führt, die nächste Kugel hier. Und da oben ist noch eine. Ah. Da haben wir doch einiges vor uns, glaube ich. So, auf jeden Fall, wir brauchen was, wo wir fallen können. Ah, was haben wir denn da unten? Was haben wir denn hier? Ein Notausgang, der zu ist. Der auch aussieht, als würde er in irgendeinen Testraum wieder führen. Okay, da können wir nicht irgendwo ranschießen. Und sonst ist ja auch nicht viel, aber hier unten können wir nochmal hin, von hier aus. Pumpstation Gamma, da waren wir gerade. Und auch hier ist zu. Mhm. Können wir darüber? Nein, auch nicht. Okay. Also wenn ich es richtig sehe, müssen wir mit Schwung da oben auf diese Dinger fliegen, aber dafür bräuchte man was, wo man Schwung kriegt. Und Moment. Um Schwung zu kriegen, bräuchten wir was am Boden. Was aber nicht ist hier. Aha. Ich würde sagen, gehen wir nochmal darüber. Da drüben haben wir eben einen besseren Blick. Ah. Das wollte ich nicht. Ich wollte echt da hoch, aber egal. Schwung erstmal hier runter. Okay. Wir brauchen was zum Runterspringen. Für Schwung. Mal vorsichtig hier lang gehen. So, vielleicht haben wir hier einen besseren Blick. Also da unten ist zu. Da haben wir auch noch was an der Wand. Da ist auch zu. Da wollen wir hoch. Aber da ist ja überall noch was an der Wand. Wie sollen wir da... Wie sollen wir da irgendwie Schwung holen? Moment. Blau, orange ist nach oben. Schauen wir mal zurück hier. Da muss es doch irgendwie eine Lösung geben.
Und ich glaube. Ah, stimmt, wir können ja hier zurückgehen. Und vielleicht von hier aus irgendwie runterspringen. Okay, ich warte nochmal. Ah, hier ist zum Beispiel. Haha. So, ja. Ich denke da immer nicht dran, dass man auch zurückgehen kann. Und dann übersehe ich solche Sachen halt. Aber, okay. Ich hoffe, es klappt. Und, ja, schön. Auf jeden Fall genug Schwung. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Und Cave Johnson geht's gar nicht gut, wie man hört. Also, ich weiß nicht, welche Zeit wir jetzt in diesen Testräumen haben. Wir werden bestimmt bald irgendwo stehen. Aber auf jeden Fall, ab hier haben sie es schon geändert, dass die nicht mehr freiwillig kommen. Und dass auch bald gar keine Menschen mehr notwendig sein werden. Da ist ein Bild von Cave Johnson. Ja, er ist auf jeden Fall schon ein alter Mann. Wenn man es mal vergleicht zum ersten Bild, das wir gesehen haben. Das war gerade ein Standbild. Und das sind wieder Roboterbilder. Robots don't sleep. They can test and do your job. Und damit machen sie schon immer Werbung für Roboter. Dass, ja, wie er gerade gesagt hat, dass die Roboter bald Tests machen werden. Ich finde die Plakate immer so cool. Test Subject, Waiting Area haben wir hier noch. Und da hinten ist der Knopf, der macht wahrscheinlich auf hier. Lass mal alles angucken. So. Dann drücken wir mal den Knopf und schauen, was passiert. Die Tür geht auf. Unglaublich. Gut. Und wie es aussieht, kommen wir hier in die nächsten Testräume. Oder? Ja, zum nächsten Aufzug, in die nächste Kuppel. Aber wir arbeiten uns langsam an den Weg hoch und müssen noch bald oben sein. Please do not test if you're allergic to... Ach so, hier, zum Lunar Sediment, zum Mondgestein. Ja, das weiß man auch, ob man auf Mondgestein allergisch ist. Das weiß jeder Mensch. Okay, ja. Okay. Ich verstehe auch nicht, was alles da stand. Aber ich verstehe auch nicht, warum ich ganz noch Standbilder kriege mittendrin. Also ich habe... Also... Ich habe keine Frame-Einbrüche, es läuft eigentlich alles super. Bloß, ich habe bisher schon drei Standbilder gehabt, zwischendurch. Die jetzt zwar auch nicht so unglaublich nervig sind und störend sind, aber... Es ist halt unschön. So, auf jeden Fall sind wir jetzt weiter hier und die Kuppel ist kaputt. Und da kommt weiße Farbe raus. Yay! Aber was ich jetzt so cool finde an der Farbe ist jetzt, wir können wirklich uns, wo wir wollen, Portalflächen schaffen. Also Flächen, an denen wir Portale anbringen können. Deshalb kann man jetzt hier schön alles weiß machen. Dann kommen wir hier auch überall hoch. Vor allem können wir es auch Stück für Stück machen. Wir können es hier echt alles weiß machen. Schon kommen wir hier raus. So, was haben wir noch? Das sieht aus, als müssen wir es weiß machen irgendwie. Ja,
Richtig gedacht. Dann mach ich mal so. Und eins hier. Dann ist das schon mal weiß. Und dann denke ich auch mal, wenn wir das schon weiß machen müssen, müssen wir auch da hoch. Aber nur weiß reicht da nicht. Wir brauchen noch Schwung. Und das da oben sieht es ja aus, wie sehr dann raus können wir da Schwung holen. Wenn wir hochkommen würden. Okay, Moment. Das Gel fliegt nicht hoch genug auf jeden Fall. Ich kann mal so machen. Hier noch ein bisschen weiß. Aber so fliegt das Gel nicht hoch genug. Und dann haben wir auch noch was. Achso, da geht's weiter dann. Okay. Das heißt, wenn wir da hoch müssen, müssten wir. Ah, ich sehe schon. Ah. Müssen wir hier den Turm weiß machen, dann machen wir da den Turm weiß, dann machen wir da den Turm weiß. Ah, dann wieder hier. Dann wieder da. Und so arbeiten wir uns hier Stück für Stück hoch. Nochmal da. Nochmal da. Und schon kommen wir da hoch. Also ich mag das weiße Gel. Das ist wirklich, ich finde es super. Ich finde es eine super Idee. Nur, haben wir jetzt hier weiß? Ja, perfekt. Ich glaube, ich platziere es nochmal neu, oder? Ja, passt. Gut, es sah so knapp aus. Und? Ich habe nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Das sind die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftswirt. Leben soll es bereuen, Cave Johnson Season 7. Ja, jetzt hör doch auf. Nicht hängen. Nicht hängen. Was glauben Sie, warum Sie vor sich haben? Warum hängt es so? Moment. Ich jage in das Haus, in die Luft. Mit den Zitronen. Einen Moment. Irgendwas stimmt gerade nicht. Wie ihr sicherlich schon gehört habt. Ich pausiere die Aufnahme ganz kurz und Sie sehen es gleich wieder. So, Pause.